Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute ein paar Witze erzählen. Dann mal los. Fritzchen ist in der Schule. Er gab jedem Bleistift einen Namen. Da fiel ihm der Bleistift aus der Hand. Er sucht und sucht. Da kam der Lehrer und begrüßt die Kinder freundlich. Alle Kinder begrüßen ihn auch freundlich. In dem Augenblick fand Fritzchen seinen Bleistift. Der Bleistift war sehr dreckig. Er rief ganz laut: Meine Güte, Herr Müller, warum bist du denn so dreckig? Streiten sich zwei Schwule, sagt der eine, leck mich doch am Arsch, sagt der andere, ey, von Versöhnung war nicht die Rede. Und erhalten sich zwei Kerzen. Ist Wasser eigentlich gefährlich? Davon kannst du ausgehen. Der Lehrer fragt Fritzchen, wenn du 5 € vor dir liegen hast und ich dir 2 € davon wegnehme. Was gibt es dann? Erdprügel? Lehrer, wusstet ihr, dass Schwimmen schlank macht? Kevin, aber wenn Schwimmen schlank macht, was machen die Blauwale dann falsch? Geht ein Mann zum Arzt und sagt, seitdem ich das letzte Mal Formel 1 Rennen gesehen habe, glaube ich, dass ich ein Auto bin. Darauf der Arzt, gut, dann machen Sie mal den Mund auf und sagen Sie brumm, brumm. Ich hoffe, euch hat die Witze gefallen. Wenn euch die Witze gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben liken, wenn ihr wollt. Ich würde mich sehr freuen. Tschüss, hab euch lieb.